alle zusammen. Wir machen ja jetzt leckere Brötchen. Und zwar, was ich hier schon vorbereitet habe, ist einmal Milch und Wasser. Die Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Milch und Wasser habe ich erwärmt für die Hefe. Soll so um die 38 Grad einfach lauwarm sein. So, und dann habe ich schon Hefe dazu gegeben. Und das ist sozusagen jetzt der Punkt, wo wir weitermachen. Und zwar Salz soll ja nicht immer direkt zur Hefe. Deswegen geben wir das Salz am Schluss dazu. Einmal brauchen wir Hartweizengrieß. Okay, musste gerade gucken, wie viel. Dann eigentlich Roggenvollkornmehl. Ich hätte jetzt Dinkelvollkornmehl da oder nur Roggenmehl. Und deswegen nehme ich jetzt nur Roggenmehl. Und dann brauchen wir noch Weizenmehl Typ 550. Dann einen Schuss Olivenöl. Ach so, stimmt, das war nämlich nicht im Rezept gestanden, das schreibe ich aber mit dazu. Ich habe zu der Milch-Wassermischung und Hefe auch noch eine Prise Zucker gegeben, weil die Hefe ja dann besser arbeitet. Genau. So, und jetzt noch das Salz. Und eigentlich steht da, das werde ich wahrscheinlich wieder nicht aushalten, dass das am besten ist, wenn man den Teig, wenn man den jetzt verrührt hat, luftdicht abschließt und über Nacht im Kühlschrank lässt. So, also am besten am Abend vorbereiten und am nächsten Tag einfach nur schnell formen und ab in den Ofen. Jetzt müssen wir es ordentlich verkneten. So, da hat auch alles von den Mengen gepasst. Ich gebe jetzt, wie gesagt, einen Deckel drauf. Solltet ihr keinen Deckel passend haben, dann einfach entweder mit Alufolie oder mit Frischhaltefolie luftdicht abschließen, damit da wirklich die Luft drin bleibt. Und ich werde das jetzt zusätzlich dann noch in eine Decke einwickeln, die Schüssel, dass es muckelig warm ist und der Teig schön gehen kann. Jetzt geht's weiter mit unserem Teig. Also ich habe den jetzt so, ich schätze mal, so 3 Stunden gehen lassen. Und jetzt holen wir uns den mal raus. Ich gucke jetzt noch mal. Ich wollte es noch mal ein bisschen anders machen, dass ich das richtig hinbekomme. So. Also, mal auseinanderziehen ein bisschen. Dann so hier drücken, hier eindrücken, so wollte ich es machen. Hier eindrücken, hier eindrücken und so. So, also wieder hier, auch wieder ein bisschen Mehl, eindrücken, eindrücken. So, und wenn wir das soweit haben, tun wir das noch mal kurz so ein bisschen in dem Roggenmehl wälzen. Und ich gebe das jetzt so mit der offenen Kante aufs Backblech. Und natürlich Platz lassen, weil die ja logischerweise aufgehen zwischen denen. Und dann tun wir sie nochmal abdecken und dann dürfen sie nochmal etwas ruhen. So, die Brötchen habe ich jetzt nochmal so eine,
ja, halbe bis dreiviertel Stunde gehen lassen, abgedeckt. Und der Ofen ist jetzt vorgeheizt. Und so gehen die jetzt ab in den Ofen. Also der Ofen ist vorgeheizt auf 230 Grad Ober- und Unterhitze. Genau. So sehen jetzt unsere Brötchen aus. Also hier habe ich mal eins aufgeschnitten. Muss euch jetzt nur noch gleich was zur Ofensache sagen. Und zwar, der Ofen war ja auf 230 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und das Ganze kommt so zwischen 20 und 25 Minuten im Ofen. Das hängt natürlich auch ein bisschen von der gewünschten Bräune ab. Aber es ist so, die ersten 10 Minuten einfach nichts machen. Dann macht ihr einfach die Ofentür kurz auf, nur dass der Dampf einmal abziehen kann. Wieder zu. Steht aber alles unter dem Video in der Infobox. Und dann die letzten 5 Minuten bzw. 5 bis 10 Minuten, je nach gewünschter Bräune, macht ihr dann einfach entweder, wenn es euer Ofen kann, einen Spalt auflassen und lasst es fertig backen. Oder, so habe ich es auch gemacht, einfach was aus Holz zwischen die Ofentür gesteckt, damit ein kleiner Schlitz ist. Und ja, aber ich schreibe das unter dem Video auch noch in die Infobox. Und dann habt ihr so schöne Brötchen. Und ich würde sagen, ich probiere jetzt mal, weil ich habe halt ja auch noch nicht probiert. Und ich bin auch neugierig. Super lecker. Weil ich glaube, ich selbst habe noch nie Brötchen mit Grieß gemacht. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Schmeckt super. Also wirklich mega, mega lecker. Und die Menge ist bei mir rausgekommen, die ihr seht. Also 2, 4, 5, ja, 5,5, sage ich mal. Das war ein bisschen kleiner. Und ja, am besten, aber wie gesagt, wenn ihr wisst, ihr wollt die machen, macht den Teig am Abend für den nächsten Tag. Und dann aber natürlich in den Kühlschrank stellen zum Gehen lassen. Und ja, dann kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!